Jo, und ein zweiter Versuch. Ja, erstmal willkommen zurück bei Condon Classic. Es ist halt, meine Güte, es ist halt ein bisschen stressig hier, gerade am Anfang dieser Mission, hier irgendwas zu schaffen. Oh man, Sammy, Ruhe. So. Drecksvieh. So, erstmal kurz gucken. Ne, passt. Okay, alles klar. Gut, am Anfang der Mission gleich 50 Rüstung. Wir gucken gerade aber noch auf die andere Seite. Da ist nichts mehr. Gut. Ja, da sind schon die nächsten. Gut, was ist jetzt hier eigentlich schon wieder los? Warum schon wieder diese Mission? Ja. Letztes Mal gefailt. Irgendwo hängt noch ein Zivilist rum. Ich habe mich jetzt mal schlau gelesen. Es tut mir leid, ich habe wirklich mal eine Komplettlösung lesen müssen. Geht mir selber tierisch auf den Sack, ehrlich gesagt, dass ich hier irgendwelche Komplettlösungen lesen muss, um zu sehen, ja, wo ist denn jetzt eigentlich der letzte Zivilist? Ah, verdammte Scheiße, ich will diese Mission jetzt endlich packen. So, jetzt können wir geradeaus zurückgehen und das andere Päckchen nochmal einsammeln. Rüstungsteil. Denn wir wollen ja nichts liegen lassen. Und gegen diese verfluchte Königin müssen wir auch unser gesamtes Waffenarsenal einsetzen. Ich habe sie ja das letzte Mal schon gesehen in der letzten Folge. Wenn nicht, dann mal kurz eine Folge zurückgehen und dann seht ihr es. So ziemlich gegen Schluss. Großes, hässliches Vieh. Hat eine Kapuze auf. Eigentlich gar nicht zu verfehlen. Ja, ist gut. Du rennst natürlich erstmal drei Runden um die Säule. Das ist ja wie im PvP. Man merkt schon, ich habe richtig Lust auf diese Mission gerade. Ja, da kommt schon wieder der nächste um die Ecke. Meine Güte. Man kann so ein bisschen übertreiben. Minimal. Minimal. Wie gesagt. So, jetzt wieder in die Pyramide rein und hoffentlich finden wir diesmal sämtliche Zivilisten, weil ich habe nämlich keine Lust, die Mission dann nochmal zu machen, weil dann überspringe ich. Also sprich, dann mache ich die Mission einfach per Offscreen und das will ich eigentlich ehrlich gesagt vermeiden. So, mal gucken. So, das war das erste. Hier ist kein Durchgang mehr. Ich kann mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Schalter ist, ein versteckter. So, dann ist das Ding aufgegangen. Da kommen Zivilisten. Die ersten zwei sind in Sicherheit. Gut.
Das passt schon mal. Da sind die ersten beiden in Sicherheit. Es müssten drei Gruppen von Zivilisten sein. Arschloch, kannst du nicht umfallen, bevor du anfängst zu schießen? Nee, das geht natürlich nicht, ne? Ist klar. Mal sehen, hier liegt auf jeden Fall noch Rüstung. Das war die erste Gruppe Zivilisten. Ja, ja, kannst du knicken. Ist nicht. Haben wir nicht. So, jetzt kannst du da raus. Einsatzziel, was? Willst du mich verarschen? Scheiße, nein! Will er mich natzen? Ja, doch irgendwas gebuggt, oder? Das war ein Bug? Das war das letzte Mal ein Bug? Ich flipp aus. Das war ein Bug? Wir haben alles ganz genauso gemacht. Guckt euch die letzte Folge an, guckt euch diese Folge an. Wir haben alles ganz genauso gemacht wie vorher auch. Nur mit dem Unterschied, dass er mir jetzt die Mission angezählt hat und das letzte Mal nicht. Was ist denn das denn für eine... Ey. Nee, oder? Ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, ohne Scheiß. Nur weil hier irgendwas buggt, habe ich die Mission nicht gepackt, Alter. Okay, und weil die Königin mich umgenatzt hat, aber trotzdem. Ist halt nun mal ein Boss. Und an einem Boss darf man auch mal sterben. Egal. Bringen wir den Scheiß einfach schnell hinter uns. Damit wir hier endlich mal rauskommen aus Ägypten. Ich habe ja nichts gegen Ägypten, aber irgendwann nervt's. Ja, dich kriegen wir. Ja, natürlich. Im Moment deines Todes musst du natürlich nochmal schießen. Ist klar. Stab des Pharaos, Energie für den Stab. Würde ich mir halt gerne, wenn möglich, alles für die alle aufheben. Könnte natürlich auch mal einen kleinen Speedrun starten. Obwohl, nee, Speedrun ist, glaube ich, nicht gesund. Puh, Hauptsache die ganzen Krabbelkäfer endlich mal kaputt gemacht hier. Ich will hier raus! Das soll nicht meine Grabkammer werden!
Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Scheißegal, Hauptsache Vollgas. Juhu! Aber irgendwie mussten wir ja erst nach links, glaube ich. Die Munition haben will. Gut, die Raketen haben wir auch. Da hinten höre ich schon wieder irgendwas rumschreien. Passt. Ey, das ist auch ein Private, ey, das ist der Hammer. Was soll denn das? Stirb! Yeah. Gut. Da liegt noch mehr Stab. Und Stab können wir ganz gut brauchen eigentlich für die Alte. So, 50 Rüstungen, Raketenmagazin. Sollte passen. So, und jetzt ab zu der Alten. Los doch, Marines, sie haben es fast geschafft. Ja, aber eben halt nur fast. Jetzt einfach nur durchrennen. Ich speichere mal lieber kurz zwischen. Ja, es tut mir leid, ich mach sowas auch mal. Absoluter Konzentrationsmodus. Die bespritzt uns mit Säure. Die will uns auflösen. Wie geht es dir auf einmal hässlich? Wow, weg. Nee! Die alles ist echt hässlich und echt fies und groß und hässlich. Habe ich schon fies erwähnt und hässlich? Ja, ich war aus dem Weg, Alter. Okay, noch eins. So, diesmal laden wir aber. Was zur? Hab ich jetzt gehangen? Na komm.
Du Wichser. Ey, so eine Bitch, Alter. Och, Mann. Warum liegt hier eigentlich nirgendwo ein bisschen Energie rum? Bis jetzt haben wir bei jeder Königin, die wir besiegt haben, mindestens mal eine 50er Rüstung rumliegen. Den habe ich natürlich schön daneben geballert jetzt. Jetzt fall doch auch um, ey. Bei 12 Grad müssen wir da halten. Diese versüffte kleine dreckige. Noch ein Versuch. Ich will die heute packen. Ja, ist gut, die ballert die Wände durch, ne, ist klar. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Das war's. Puh. Sie ist tot. Ja, verreck, elendig. Bitte, tu mir den Gefallen. Stirb in Höllenqualen. Oh. Oh mein Gott. Ja, es tut mir leid, Leute, aber es gibt Kämpfe, da kann man einfach nicht, das sollte man einfach nicht reden. Und diesen Schluck Kaffee habe ich mir jetzt richtig verdient. Ja, Leute, krass, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Königin in Ägypten 4 zu besiegen. Und ja, die Folge wird gerade mal 20 Minuten dauern. Oh, krasse Scheiße, aber das nächste Mal, verspreche ich euch jetzt schon, kommen wir nicht so glimpflich davon. Und das nächste Mal wird wahrscheinlich um einiges schwerer. Ja, ich habe gerade wirklich gesagt, es wird um einiges schwerer. Vielleicht, naja, vielleicht nicht schwerer, aber länger. Ich werde versuchen, dann trotzdem jede Folge, jedes Level in eine Folge zu packen. Aber, wie gesagt, es könnte relativ schwierig werden. Nun gut, lasst euch überraschen. Bis dahin, Wiederschauen, reingehauen, euer Kontern.